Wer hätte gedacht, dass das große Mysterium rund um Gewohnheiten aufbauen nur durch ein paar kleine Schritte geknackt werden kann? Und genau diese Schritte, die möchte ich dir in diesem Video geben. Was gibt's zum Abendessen? Ich verkacke so safe die Klausur. Mein Gott, konzentriere dich doch einfach einmal aufs Atmen. Ich glaube, ihr habt gesehen, was ich da machen wollte. Und zwar wollte ich mir die Gewohnheit aufbauen, jeden Abend 15 Minuten zu meditieren. Warum? Es mindert Stress, es hilft Resilienz aufzubauen, es hilft einem runterzukommen, es erhöht das Konzentrations- und Energielevel und es erhöht sogar das Erinnerungsvermögen. Und das Ganze klingt natürlich sehr gut für mich. Und deswegen bin ich unglaublich motiviert, mich hinzusetzen und mein Leben endlich aufs neue Level zu bringen. Ich setze mich also abends auf mein Bett, aber meine Gedanken kommen und kommen immer wieder. 15 Minuten meditieren fühlt sich doch nicht ganz so kurz an wie erwartet und danach spüre ich nicht direkt, dass ich meinen inneren Frieden gefunden habe. Ehrlich gesagt habe ich mehr das Gefühl wie Po aus Kung Fu Panda 2. Inner Peace. Die ersten zwei Tage funktioniert das Meditieren noch und am dritten Tag zwinge ich mich auch noch. Aber nachdem ich da auch keine Ergebnisse gesehen habe, entscheide ich, dass ich es verdient habe, am vierten Tag meine Pause zu machen. Und aus einer Pause machen wird ganz schnell, ich mach's gar nicht mehr. Hätte ich damals nur diese paar kleinen Schritte gehabt, hätte es alles für mich verändert. Der Sommer steht an. Ich scroll durch Instagram, ich sehe Männer, dessen Arme breiter sind als meine beiden Oberschenkel zusammen und die Entscheidung steht. Ich gehe ab jetzt neben dreimal die Woche Hockeytraining und an den Wochenenden Punktspielen noch dreimal die Woche ins Gym. Ich meine, die Vorteile davon sind offensichtlich. Man bekommt dadurch einen besseren Körper, es ist besser für die mentale Gesundheit. Man sagt ja auch immer, fitter Körper, fitter Geist. Man sieht natürlich besser aus und man kann unnötige Spiegel-Selfies im Gym. Also rundum ist das Ganze ein Plusgeschäft. Ich bin voll motiviert und gehe in der ersten Woche direkt viermal ins Gym. Ich schreibe die perfekten Gympläne, ich plane schon meine Ernährung umzustellen und Kreatin zu bestellen. Doch dann passiert es wieder. In der zweiten Woche schon skippe ich 2 von 4 Workouts. In der dritten Woche kommt mein Gym-Buddy Felix nicht mehr zum Training und in der vierten Woche ist mein Bizeps immer noch nicht auf dem Level von Dwayne Johnson. Irgendwie wird es sogar immer schwieriger, die Motivation aufrechtzuerhalten, überhaupt zum Gym hinzufahren. Also wieder Mission Fail. Mein nächstes Ziel ist es, jeden Abend zu lesen. Und diesmal sollte tatsächlich alles anders werden. Überall, wo man sucht, wird angepriesen, dass der Schlüssel zu fehlender Disziplin Gewohnheiten sind. Aber keiner sagt einem, dass man, um Gewohnheiten aufzubauen, erstmal Disziplin aufbringen muss. Trotzdem ist meine Motivation unglaublich hoch und ich habe mehr Glück, als ich überhaupt verdient habe. Denn ich finde heraus, dass der Schlüssel zu all meinen Problemen eigentlich nur ein paar simple Schritte sind. Falls du also genau wie ich dein Leben lang nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau von Gewohnheiten gesucht hast, hier ist sie. Schritt 1 ist die Intention aufzuschreiben. Die Formel dafür ist einfach. Ich werde zu Zeitpunkt X Sache Y tun. Meine Intention ist also, ich werde jeden Abend als Teil meiner Abendroutine 30 Minuten im Bett lesen. Schritt 2 ist Gewohnheiten stapeln. Der Sinn vom Gewohnheiten stapeln oder auf Englisch Habit Stacking ist nichts anderes, als dass wir unsere Gewohnheiten nacheinander ausführen. Das heißt, es ist automatisch, wenn ich X mache, dass danach Sache Y. Das heißt, als nächsten Schritt lege ich fest, nachdem ich meditiert habe, lese ich. Damit kommen wir zu Schritt 3 und zwar die Umgebung designen. Die Umgebung zu designen ist eine sehr simple Form davon, Disziplin aus dem Spiel zu nehmen. Wenn wir keine Chips zu Hause haben, können wir auch nicht Chips essen. Oder wenn der Fernseher komplett ausgestöpselt ist oder in einem ganz anderen Zimmer steht, können wir auch sehr viel schwieriger Fernsehen. Genauso geht das aber auch andersrum. Und zwar, dass man das Starten und das Triggern von Gewohnheiten so einfach wie möglich macht. Also von den guten Gewohnheiten. Und von den schlechten Gewohnheiten macht man es so schwierig wie möglich. Um also die Gewohnheit des Lesens so easy wie möglich zu machen, lege ich jeden Abend mein Kindle auf mein Kopfkissen. Und das bringt uns zu Schritt 4, und zwar Join a Cult. Früher war das Prinzip ziemlich easy. Wenn du alleine warst, warst du tot. Früher in der Evolution des Menschen waren wir darauf angewiesen, in Gruppen zu agieren. Das heißt, um die Gewohnheit vom Aufbauen von Lesen noch einfacher zu machen, muss ich irgendeiner Gruppe beitreten, in der das Lesen ganz normal ist. Weil früher war es so, um in Gruppen drin zu bleiben, muss man natürlich reinpassen. Das heißt, wir müssen das machen, was andere auch machen. Genau aus dem gleichen Grund ist es heutzutage auch so, dass wir Angst davor haben, Sachen zu machen, die andere nicht machen oder die in der Gesellschaft nicht so akzeptiert sind, weil wir Angst haben, ausgeschlossen zu werden und dadurch natürlich zu sterben, in Anführungsstrichen. Deswegen wäre es bestimmt klug an meiner Stelle, wenn ich jetzt einem Buchclub oder so beitrete, aber ich lade mir die App Goodreads unter. Schritt 5, den wir machen, ist, wir bauen uns ein Motivationsritual. Das Motivationsritual besagt, dass jedes Mal, bevor wir die Gewohnheit ausführen wollen, etwas machen, was wir gerne machen. In meinem Fall ist es so, dass ich gerne Musik höre. Das heißt, jedes Mal, bevor ich anfangen möchte zu lesen, höre ich noch ein Lied, was ich cool finde. Also ist der Ablauf jetzt, meditieren, cooles Lied hören und dann anfangen mit Lesen. Wenn wir Gewohnheiten anfangen, denken wir immer, wir müssen ganz am Anfang schon die volle Gewohnheit durchziehen. Deswegen gehen wir schon am Anfang immer 2 Stunden ins Gym und sind total motiviert. Oder wenn wir laufen gehen, denken wir, wir müssen direkt irgendwie 10 Kilometer laufen gehen. Aber das ist nicht so. Wenn wir anfangen, sollten wir erstmal die Gewohnheit reinbekommen, dass wir überhaupt auftauchen, dass wir überhaupt anfangen mit der Gewohnheit. Wir bauen also die Gewohnheit auf, erstmal anzufangen. Und genau dabei kommt Schritt 6 ins Spiel, nämlich die 2-Minuten-Regel, die ihr schon aus einem anderen Video vielleicht kennt. Die 2-Minuten-Regel besagt, dass sich jede Gewohnheit, die wir aufbauen wollen, in erstmal 2 Minuten runterbrechen lässt. Das heißt aus, ich möchte 10 Kilometer laufen, wird, ich laufe erstmal 2 Minuten um Block. Und genauso wird aus, ich meditiere jeden Abend 15 Minuten,
Ich meditiere jeden Abend 2 Minuten. Das heißt, ich breche also meine neue Gewohnheit runter. Ich lese nicht mehr jeden Abend 30 Minuten, sondern ich lese jeden Abend 2 Minuten. Und nur wenn ich wirklich, wirklich Bock habe, lese ich mehr als 2 Minuten. Das bringt uns zu Schritt 7, nämlich nutze Bekräftigung. Als ich mir meine Gewohnheit fürs Lesen aufgebaut habe, habe ich den Schritt tatsächlich nicht gemacht. Aber wo ich diesen Schritt immer noch nutze, ist, wenn ich ins Gym gehe. Die Bekräftigung wirkt so, dass jedes Mal, wenn wir die Gewohnheit durchgezogen haben, dass wir dann am Ende irgendwas machen, was uns gefällt. Ich persönlich liebe manche Proteinriegel, deswegen habe ich so gemacht, dass ich immer nur dann Proteinriegel esse, wenn ich im Gym war. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ins Gym gehe, freue ich mich unglaublich darauf, am Ende diesen Proteinriegel essen zu können. Dadurch ist es so, dass unser Gehirn automatisch etwas Positives mit der neuen Gewohnheit assoziiert. Und dadurch fällt es uns automatisch immer, immer leichter, diese Gewohnheit auch durchzuziehen und vor allem beizubehalten. Und das Beibehalten der Motivation führt uns zu Schritt 8, nämlich einem Habit Tracker. Ein Habit Tracker ist genau das, was es auch aussagt, denn es trackt unsere Habits, also es zeichnet unsere Gewohnheiten auf. Dafür downloade ich mir auf dem Handy die App Done. Das ist keine Werbung oder so dafür und der Link ist aber trotzdem in der Beschreibung. In der App Done können wir genau 3 Gewohnheiten tracken, solange es kostenlos ist. Für alles weitere muss man leider ein bisschen zahlen, aber für 3 Gewohnheiten reicht die kostenlose Version. Dort mache ich mir die Gewohnheit lesen rein und jeden Abend, wenn ich gelesen habe, kann ich diese Gewohnheit abhaken. Genauso bekommt man dadurch immer eine Statistik darüber, wie viel man gelesen hat, an welchen Tagen man geskippt hat. Und wir Menschen sind darauf programmiert, dass wir Streaks aufrechterhalten wollen. Genau aus dem gleichen Grund haben damals diese Snapchat-Flammen so unglaublich gut funktioniert, weil jeder wollte seine Streaks aufrechterhalten und dadurch hat Snapchat natürlich unglaublich gutes Marketing betrieben. Genau das gleiche machen wir mit uns selber, aber mit Gewohnheit. Falls ihr einen anderen richtig guten Habit-Tracker irgendwo findet, schreibt ihn sehr gerne unten in die Kommentare. Und das bringt uns zu Schritt 9 und einer der wichtigsten Regeln, die man für Gewohnheiten überhaupt aufstellen kann. Und das ist Never Miss Twice. Wie ihr in meinen Versuchen gesehen habt, regelmäßig ins Gym zu gehen oder langfristig zu meditieren, ist es sehr schwierig, wenn man einmal geskippt hat, die Motivation aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Gewohnheit aufrechtzuerhalten. Es werden Tage kommen, wo irgendwas Wichtiges passiert, wo man aus irgendeinem Grund die Gewohnheit nicht aufrechterhalten kann. Aber da kommt die unglaublich wichtige Regel Never Miss Twice ins Spiel, denn die Regel ist, dass man niemals zweimal skippt. Wenn man einmal die Gewohnheit aussetzt, ist das komplett okay, aber den zweiten Tag müssen wir sie durchziehen. Dass ich mir die ganze Gewohnheit so aufgebaut habe, ist schon ziemlich lange her. Mittlerweile lese ich jeden Abend regelmäßig und zwar länger als 2 Minuten und ich meditiere auch jeden Abend. Ich wollte euch nur am Beispiel vom Lesen einmal verdeutlichen, wie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch funktionieren kann. Und wie man sich Gewohnheiten relativ easy aufbauen kann. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist eine Anleitung aus dem Buch Atomic Habits. Es gibt dort ein sogenanntes Cheat-Sheet, auf dem all diese Schritte nochmal draufstehen. Und genau das habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und genauso habe ich euch auch das Buch Atomic Habits auch nochmal verlinkt. Dieses Video und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung ist natürlich nur sehr oberflächlich. Ich hatte gar keine Zeit, die ganzen einzelnen Schritte zu erklären. Und genauso würde es auch total den Rahmen vom Video sprengen, wenn ich jetzt jeden einzelnen Grund aufzähle, warum man was macht. Aber wen das interessiert, der sollte sich auf jeden Fall das Buch Atomic Habits einmal holen. Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Weil es letztes Mal so unglaublich gut geklappt hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir einmal so einen feinen Emoji in die Kommentare schreibst, wenn du das Video bis hierhin gesehen hast, damit ich weiß, wer das Video bis zum Ende guckt. Sonst freue ich mich mega, wenn du dem Video ein Like geben könntest und den Kanal abonnierst. Hier ist noch ein Video dazu, wie du nie wieder Motivation brauchst, um irgendwas zu machen. Und sonst freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.